Ja, wer die zweiten Scientists for Future 2 sorgfältig studiert hat, weiß ja schon, dass sozusagen wir nach der Schätzung jedes Jahr 500 Milliarden Euro Totalschaden durch die freie soziale Marktwirtschaft, dass Dr. Markus Krall und dass Professor Hans-Werner Sinn erleiden. So, ich mache es nochmal als Beispiel, um deutlich zu machen, dass Corona möglicherweise keine Ausnahme sein könnte. Ja, also hier das Standardbeispiel war ja immer gewesen hier, wie zum Beispiel die Evolution des Lebensmittelhandels unsere gesamte Wirtschaft beschädigt, den Krankenstand in der Wirtschaft erhöht, die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft reduziert und dadurch einen Teil der 500 Milliarden jährlichen Totalverlust sozusagen für Deutschland herstellt. Also schauen wir es uns nochmal an. Dieser Lebensmittelhändler, wie gesagt, sagt, ja, Wildkräuter, Nüsse, reife, vitaminreiche Früchte, naturbelassenes Gemüse und so weiter. Also ja, also der empfiehlt sozusagen die Weiterführung der gesunden Naturnahrung sozusagen, an die wir genetisch angepasst sind. Und dieser Händler, das ist jetzt vielleicht der Millionste. Na, warum bist du jetzt verrutscht? Ja, das ist komisch. Dann machen wir das nochmal auf. Der Millionste Händler, der Millionste Händler sozusagen, plötzlich verlässt die Wahrheit, den Boden der Wahrheit, hat den Irrtumsgedanken, nein, das ist völlig. Das ist vielleicht sogar so gesünder als diese ganze Naturnahrung, an die wir angeblich genetisch angepasst sein sollen. Viel gesünder ist es, wenn wir das alles schon bei der Herstellung, beim Anbau schon mit Glyphosat spritzen, wenn wir sozusagen ja letztendlich ja, Glyphosat, Pestizide, Fungizide, Monokulturen, monokultureller Anbau, dann Fertigprodukte daraus machen mit ganz viel Billigstreckmitteln, Zucker, noch billiger Süßstoffe, Salz, Transfette, was auch immer rein damit, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, Hefeextraktschwindel. Und so weiter. Also alles einfach nur rinnen damit und dann wird es richtig gesund, denn der Mensch braucht so einen gewissen Chemie-Cocktail. Vielleicht hat das sogar medikamentöse Wirkung. Aber jetzt, ich mache das jetzt scherzhaft, aber dieser Händler glaubt das wirklich. Und da diese Chemie-Cocktails viel billiger herzustellen sind als die teuren, schwer zu transportierenden und total viele Verfaulungsverluste bei den frischen, reifen Früchten und so weiter, hat der also eine viel größere Gewinnspanne. Es wurde ja mal genannt, 18% Gewinnspanne bei diesen ganzen Kunstprodukten und nur 4 bis 5% Gewinnspanne bei Gemüse und Obst. Und das ist ja dann auch schon gespritzt und denaturiert und völlig verzüchtet und gentechnisch behandelt und so weiter. Also bei den Urpflanzen ist es ja alles noch viel, die Gewinnspanne wahrscheinlich noch viel geringer. Ja. Gewesen und jetzt wird der also richtig reich und erfolgreich, weil er eben ganz geringe Kosten hat und große Einnahmen und er wird so reich, dass er den anderen auskonkurrieren kann, zum Aussterben bringen kann und letztendlich sozusagen er viele Kinder ernähren kann, während der andere nicht viele Kinder ernähren kann und dadurch heraus entsteht ein Handelsimperium, das getragen ist von dem Grundirrtum, dass diese chemischen Keulen mit dem ganzen vielen Zucker und so weiter, der die Zähne angreift und so weiter, all diese Chemie, Lebensmittel,
Produkte, die eigentlich nur ja, Chemie-Sondermüll sind, ja. Damit macht man das große Geschäft und das breitet sich dann aus. Und das schädigt jetzt, wo sind jetzt die Milliardärskönige? Das schädigt eben auch die anderen, unsere Milliardärskönige, die ganzen Unternehmer und so weiter. Denn ihre Mitarbeiter werden ja alle vergiftet von diesem Chemie-Cocktail und werden geschädigt und also es ist völlig, also Corona wäre jetzt nichts Besonderes, also dass also ein Berufsstand und die zugehörigen Großaktionäre bzw. Milliardärskönige sozusagen alle anderen schädigen, dass jetzt also die Medizin, die Schulmedizinindustrie und Pharmaindustrie eventuell jetzt mit ihren Großaktionären, ihren Milliardärskönigen sozusagen alle anderen Milliardärskönige schwerst schädigt, die Luftfahrtindustrie, die Autoindustrie und so weiter. Das wäre nichts Ungewöhnliches, denn das geschieht ja jedes Jahr. Dadurch haben wir ja jedes Jahr diesen Totalverlust von 500 Milliarden Euro pro Jahr volkswirtschaftlich. Sozusagen, dass es eben immer das sozusagen wir nicht verstehen, dass in der freien sozialen Marktwirtschaft sozusagen im Kapitalismus die Evolutionsverläufe grundsätzlich eben leider negativ verlaufen und zum Schaden der Restgesellschaft verlaufen. Ja, und jetzt gucken wir uns das Corona an. Wie sieht es denn jetzt da aus? Ich lese einfach mal vor, was da so steht. Wo ist unser Bild? Ja, hier sehen wir ja das Thema hier Beatmung, ja, also Beatmung und Schutzmaske und so weiter, ja. Schauen wir uns das jetzt doch mal an, was ich dazu an Bemerkungen die letzten Stunden gemacht habe. Ja, erstens, man müsste jetzt mal gucken. England, angeblich haben die sich ja erstmal nicht von ihren Ärzten sozusagen hysterisieren lassen. Ja, wir müssen also noch einmal klar denken hier. Wir vergleichen mal evolutionsbiologisch den Arzt, also klappern, also die Evolutionsbiologie, die neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre der zweiten Scientists for Future 2, World Council of Wise People, Weltrat der Weisen und so weiter, neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre und die memetisch-genetische Evolutionsanalysetechnik ergeben ja immer wieder einen Rückgriff auf Stichworte. Wir hatten letztens das Stichwort, wenn es um medizinische Experten geht, dass wir den Bock da den Bock zum Gärtner machen und da die Politik eben den Böcken glaubt sozusagen, folgt sie ihnen, ja, aber lässt sich dadurch auch, ja, also wir dürfen doch eigentlich nicht, sagt die Naturwissenschaft, wir machen den Fehler im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft, in der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, machen wir sozusagen, ja, den Bock zum Gärtner. Und dann vergessen wir solche Sprüche wie, Klappern gehört zum Handwerk. Ja, also das heißt, ein Schamane, ein Mediziner und so weiter, wir vergessen die Geschichte der Medizin, Klappern gehört zum Handwerk und jeder Krämer lobt seine Ware. Und wenn wir das auf die Medizin übersetzen, jeder Krämer lobt seine Dienstleistung. Ja? Also das heißt letztendlich, wie wirken sich die verrückten Verkaufsinteressen? Ja? Also jetzt stellen wir uns hier einen Arzt vor, der also sagt, ach nö, das ist alles nicht so schlimm, Atemnot, habt da auch bei allen möglichen grippalen Infekten oder Grippeerkrankungen und so weiter, sollen wir uns nicht verrückt machen. Und wirklich diese Atemgeräte, Beatmungsgeräte setzen wir also nur ein, wenn wirklich gar nichts anderes mehr geht, wenn der Mensch wirklich am Röcheln ist und wirklich gar keine Luft mehr kriegt, dann machen wir das mit den Beatmungsgeräten. Und verglichen dazu haben wir den Arzt, so wie ich es kenne, ja, der also sozusagen sagt, ach,
Ja, irgendwie fällt Ihnen das Atmen schwer. Ja, da kann es ja sein, dass Sie dann ganz plötzlich eine ganz schreckliche Atemnot bekommen. Und deswegen müssen wir Sie ja jetzt dann an das Beatmungsgerät ranschließen. Und dann sind natürlich die Plätze an den Beatmungsgeräten schnell weg. Und wenn ich jetzt einigermaßen gut abrechnen will, wenn ich also das Ganze auch in Geld umwandeln will, dann muss man natürlich sozusagen jetzt dafür sorgen, dass die sozusagen das Ganze verlängert wird, dass also diese ganze Phase, Corona-Phase, dadurch verlängert wird, dass die Leute möglichst nach und nach angestreckt werden, weil dann kann ich sie nach und nach an die Beatmungsgeräte anschließen, obwohl es gar nicht nötig wäre, und kann sie einzeln abrechnen sozusagen, ja? Und das heißt, solch ein Irrtum, dass man als Arzt glaubt, ja, beim kleinsten Anzeichen einer Atemnot gleich immer vom Schlimmsten ausgeht, diese Denkgewohnheit kennt man seit langer Zeit aus der modernen Schulmedizin, und die hat sich immer als die einträglichste erwiesen, mit der man am meisten Geld verdienen kann, mit der man am meisten Kinder ernähren kann, mit der man am meisten eine ganze Dynastie von Medizinprofessoren starten kann. Und solche Irrtümer haben sich in der Medizin massenhaft angehäuft. Das beweist sozusagen die korrigierte und komplettierte genetisch-mimetische Evolutionsbiologie und die mimetisch-genetische Evolutionsanalysetechnik hier. Also das heißt, der hier kann einfach ganz wenig abrechnen und muss irgendwann seine Krankenhaus oder seine Praxis schließen. Und das kennen wir ja auch schon bei den Operationen, Knieoperationen, Hüftoperationen, Kaiserschnittoperationen. Das Krankenhaus, das also nicht genügend vorsichtig ist und bei jeder Mücke gleich den Elefanten sieht sozusagen und dann gleich mit einer Operation drauf geht, das kann umsatzmäßig nicht mithalten. Das Krankenhaus, das also eher da konservativ ist, das wird irgendwann schließen müssen, während das andere Krankenhaus, wo das Ärzte beschäftigt, die dieses aus der Mücke sofort einen Elefanten machen haben, die können dann ganz viele Knieoperationen, Rückenoperationen, Hüftoperationen und Kaiserschnitte verkaufen und so weiter. Ist ja alles berichtet worden in den öffentlich-rechtlichen Medien, wie das Ganze funktioniert. Nur die Logik dahinter war, ist eben nicht klar, dass das in der freien sozialen Marktwirtschaft, im Kapitalismus, der Konstruktionsfehler des Kapitalismus ist, dass sich immer die gemeinschaftsschädlichen Irrtümer, die gewinnbringenden Irrtümer immer durchsetzen, weil sie eben so erfolgreich sind und so viele Nachkommen ermöglichen und dann die Kinder, die Nachkommen auch wieder die gleiche Ideologie übernehmen und dann auch wieder Medizinprofessoren werden und so wird dann, und dann holt man sich die Medizinprofessoren in die Bundesregierung und in die Fernsehsender und schon haben wir die Tatsache, dass wir die Böcke zum Gärtner machen, und wir haben die Tatsache, dass wir sozusagen auf die Händler, nee, also auf die reinfallen, die nach dem Motto arbeiten, Klappern gehört zum Geschäft, und nach dem Motto, jeder Krämer lobt seine Ware und Dienstleistung. Ja? Also dann setzt sich das um. Und deswegen, wir können es jetzt nicht, also leider ist das nicht absolut sicher. Es ist so, dass dieser Beweis, also dieser Beweis hier, die mimetisch-genetische Evolutionsanalysetechnik, zwar beweist, dass es grundsätzlich immer eine Tendenz in der sozialen Marktwirtschaft, in der freien sozialen Marktwirtschaft, immer dahingehend geben muss, dass sozusagen auch jede Industrie und immer auf Kosten der anderen Teile der Gesellschaft ihr Geschäft macht. So wie zum Beispiel jede Behörde, jede Bürokratie immer den Rest der Gesellschaft schädigt, aber dadurch die Karrierewahrscheinlichkeit in der eigenen Bürokratie für den Einzelnen durch diese entsprechenden Irrtümer erhöht wird. Es geht also immer ein
eine Einheit gegen den Rest der Gesellschaft. Und es könnte jetzt sein, wir haben ja das letzte Durchstarten der Schulmedizin gehabt, sozusagen, als es jetzt zu einer Impfpflicht kam, also damit einem Verstoß gegen das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, ja, dass also jetzt sozusagen im großen Stile da also sozusagen die Medizin das Recht hat, ihr Geld, also ihre Einnahmen quasi selber zu drucken, ja, also so nach dem Motto Lizenz zum selber drucken, ja, also jetzt die Impfpflicht bedeutet, dass wir gezwungen werden, einer Industrie etwas abkaufen zu müssen, ne? Schauen wir es uns weiter an, ja. Schluck Wasser. Ja, also ich plapper jetzt einfach mal so weiter. Denn wie gesagt, wir können nichts Absolutes sagen. Das hier, die die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik sagt nur, dass immer und jederzeit im Rahmen des Kapitalismus, im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft, die ja deswegen unbedingt beendet werden muss, solche Evolutionsvorläufe zum Alltag gehören und immer vorkommen müssen. Es kann aber nicht dadurch gesagt werden, dass es jetzt 99,99% sicher sei, dass alles bei Corona ein Schwindel sei. Ja, das ist leider nicht direkt daraus zu bevölkern. Es ist nur zu folgern. Es ist nur klar, dass das eben eine Tendenz in so eine Richtung eigentlich immer da ist, ob sie jetzt bei dieser Corona-Hysterie und Pandemie, also sozusagen, ob sie da auch die entscheidende Rolle spielt, ist nicht absolut sicher. Ja? So, dann schauen wir uns das weiter an. Also die Frage ist halt, geht es um das Geschäft mit den Tests, geht es um mit der Vollauslastung und Totalauslastung der Beatmungsgeräte in der richtigen Reihenfolge, denn wenn jetzt plötzlich Beatmungsbedarf bei vielen diagnostiziert werden kann, kann ich das ja nicht mehr sauber abrechnen, weil ich nicht genügend Geräte habe, um die Leute alle an die Geräte anzuschließen. Ja, also von daher geht es jetzt darum, dass jetzt die gesamte Wirtschaft kaputt gemacht wird, also die anderen Industriezweige kaputt gemacht werden, damit jetzt mal, das ist so ähnlich wie beim Krieg, stellen wir uns nochmal den Krieg vor, ja, also beim Krieg ist es ja auch so, dass vieles andere kaputt gemacht wird, also sozusagen, und derjenige, der sich irrt und jetzt also sagt, hier, der Irak, der Saddam Hussein, dieser Teufel, der hat ganz schlimme Massenvernichtungswaffen und damit will er die USA angreifen, vielleicht mit biologischen und Chemiewaffen und so weiter und uns alle umbringen. Und dadurch war dann die USA-Bevölkerung bereit, in den Krieg zu ziehen. Die Waffenindustrie hat dabei sehr gut verdient, sozusagen. Und sozusagen aber alle anderen Wirtschaftszweige der USA dürften da eher Verluste gehabt haben, gehe ich mal von aus, denn irgendjemand muss das Ganze ja auch volkswirtschaftlich bezahlen und so weiter. Also, und vielleicht ist ist das unser Irakkrieg, dass jetzt unsere Medizinindustrie und Pharmaindustrie mal wieder die Zeit für geboten, also gekommen hielt. Also natürlich nicht bewusst, nicht als böse Planung oder Absicht, sondern dass es einfach mal wieder reif war, dass die Medizinindustrie und die Pharmaindustrie mal wieder einen richtigen Zuschlag kriegt und so einen richtigen eine Finanzspritze jetzt kriegt und so weiter. Und dabei allerdings der Rest der Gesellschaft volkswirtschaftlich schwer blutet und Europa jetzt und Deutschland sozusagen weiter und ganz beschleunigt seinen Abstiegskurs geht, sozusagen. Ja, ja, also zurück zum Bildchen. Also, England, wenn England jetzt nicht so ganz so mitgezogen hat, ja, wie sieht da die Sache aus? In
In England wären jetzt interessant, ob die Sterbezahlen höher als vor einem Jahr sind. Denn die ganze Drohung, also die ganze sozusagen das Klappern gehört zum Handwerk, das ganze Angstmachgeschäft. Ich erinnere an das gestrige Video mit Professor Mausfeld, wo er ja auch das Angstmachen als Geschäftsgrundlage, in dem Falle der Kriegsindustrie, der Waffenindustrie, verdeutlicht hat. Ja, es müssten jetzt eigentlich, wenn die Engländer wirklich nicht viel reagieren würden, und also sozusagen die Medizinprofessoren so ein bisschen ignorieren würden, so nach dem Motto, naja gut, das sind ja Böcke, die wir jetzt nicht zum Gärtner machen dürfen. Ja, wir dürfen ja nicht die Böcke zum Gärtner machen, also die Profiteure sozusagen auch zu unseren Hauptberatern machen. Wir müssen uns ja von neutralen Beratern, die nicht finanzinteressiert sind und so weiter, beraten lassen. Ja. Also von zum Beispiel von Evolutionsbiologen und Biologen, die überhaupt keine Verfilzung zu dem Geschäft Pharma und Medizin haben. Ja, ja, und wenn man dann so da einen gewissen Abstand hält, und dann müsste jetzt ja, wenn jetzt also unsere Schulmedizinindustrie recht hätte, dann müssten ja jetzt die Engländer irgendwie ein viel höheres höhere Sterbezahlen haben als in den Vormonaten des letzten Jahres und vor 2 Jahren. Ja? Also man müsste jetzt ja vergleichen können, dass also die Engländer jetzt sterben wie die Fliegen, verglichen mit den Vorjahren. Denn dass Menschen sterben, ist ganz normal. Ja? Also praktisch könnten Sie das mal so machen, dass Sie einfach mal Ihre Bekannten fragen, sind denn in Ihrem Umfeld mehr winterliche Todesmeldungen in den letzten Monaten und Wochen hörbar geworden als in den letzten Wintern? Ja? Also ist denn da überhaupt irgendwas zu sehen, dass tatsächlich wirklich mehr gestorben wird? Also ist da wirklich was anders als in jedem normalen Grippewinter? Und wie gesagt, ja, also die Frage muss doch immer sein, als Naturwissenschaftler, wie steht die absolute Zahl der Sterbefälle in dem letzten Monat im Vergleich zu Sterberaten im Vorjahresmonat? Solche harten Daten werden komischerweise und merkwürdigerweise nirgends genannt, ja? Ja? Und dann müssen wir uns daran erinnern, Ärzte, das habe ich ja eben alles schon angedeutet, Ärzte entscheiden schließlich selber, also der Arzt entscheidet ja, der Arzt hat ja die Lizenz zum Golddrucken. Er sagt, welche Behandlungsnotwendigkeit, damit welches Geld in seine eigenen Taschen und die des Krankenhauses fließen soll. Ja, und denn wer kann wirklich mit dem Arzt mitreden? Niemand. Also der Arzt entscheidet selber, wie viel Geld er in seine eigene Tasche steckt. Und das ist ja eine kapitalistisch-sozial-marktwirtschaftliche brandgefährliche Situation, wie ich ja eben schon aufgezeigt habe. Ja? Die Ärzte entscheiden, wer angeblich Behandlung braucht. Andere Zahlen haben wir nicht. Wir haben also immer nur von Leuten, die nach dem Motto natürlich vorgehen müssen in der freien sozialen Marktwirtschaft. Klappern gehört zum Handwerk, jeder Krämer lobt seine Ware oder Dienstleistung und wir dürfen eigentlich doch nicht den Bock zum Gärtner machen, machen es aber trotzdem. Also wir kriegen eigentlich nur immer Mitteilungen, Ärzte entscheiden, wer angeblich Behandlung braucht, und andere Daten haben wir ja nicht, ja. Ein einziger Patient wurde gestern im Fernsehen gezeigt, der auch noch nicht mal eindeutig sagte, dass er ohne das Atemgerät Erstickungsanfälle hätte. Und dann ist auch die Frage, wie schwer wären diese, wenn er davon erzählt hätte, wie schwer wären die Erstickungsanfälle? Wahrscheinlich hat man ihm nur gesagt, dass er jederzeit einen schweren Erstickungsanfall bekommen könnte und dass er deswegen freut er sich dann über das Atemgerät, obwohl er es vielleicht gar nicht bräuchte, sondern sich einfach nur so ein bisschen mit dem Atem quälen müsste. Ich kenne das bei jeder normalen grippalen
Faktor, dass ich da auch immer zu kämpfen hatte mit der Atmung. Das ist doch aber ganz normal und ist doch kein Grund zur Besorgnis. Ne? Ja? Was die Zuschauer doch überzeugen würde, warum wird das nicht gemacht? Ja, mal die Atemmaske mit den Menschen bitten, damit die anderen Bürger das Risiko nicht unterschätzen und nicht leichtfertig mit dem Corona-Thema umgehen und keine Corona-Partys feiern. Bitten wir Sie, können Sie mal zeigen, nehmen Sie doch mal die Atemmaske runter und zeigen Sie uns, was dann passiert. Ja? Und dann, wenn der Mensch es wirklich ehrlich meint, dann wird sich zeigen, ob er wirklich sozusagen nach wenigen Minuten keine Luft mehr kriegt und quasi kurz vor der Bewusstlosigkeit steht und also wirklich die Lunge nicht funktioniert. Ja? Also das ist doch die Frage, ob das Ganze eine Realität hat, aber sowas wird komischerweise nicht gezeigt, obwohl es ja all die Unbelehrbaren sofort überzeugen könnte und sofort also eine sogenannte Compliance der Gesellschaft erzeugen würde. Ja, und dann bräuchte man auch keine Ausgehverbote mehr, denn so ein Beispiel würde ja, wenn ein paar Beispiele dieser Art, wo die Journalisten dafür sorgen, dass das wirklich nicht getürkt ist, nicht getrickst ist und so weiter, könnten uns ja überzeugen, dass da diesmal wirklich was Besonderes ist. Ne? Ja. Also ein Atemmaske wegnehmen, kommt es tatsächlich zu einem echten oder nur einem geschauspielerten Erstickungsanfall. Ja? Und dann halt wieder die Atemmaske wieder drauf. Alles andere beweist ja nichts. Und auch das könnte alles geschauspielert sein. Die Journalisten zeigen fast nur überall schädliche Reaktionen, also für die Gesellschaft schädliche Reaktionen der Gesellschaft auf die Aussagen der Böcke, also der Böcke, die wir zum Gärtner machen, dass dieser Virus so schrecklich gefährlich sei, ja, und so weiter. Aber was wissen wir wirklich? Also Naturwissenschaftler sagen, wo sind die Beweise? Also ja, ja, dann habe ich diese Seiten, glaube ich, hier beendet. Ja. Gut. Also wir sehen eigentlich, nirgends wird echtes Krankheitsgeschehen gezeigt. Ja? Und Tote gibt's im Krankenhaus, da wurden ein paar Tote gezeigt, gibt es im Krankenhaus ja jeden Tag massenweise, auch ohne Corona. Also Dr. Medgerd Reuter hat ja nachgewiesen, dass unser Medizinsystem uns sowieso über Gebühr tötet und wir deswegen jetzt noch weiter von unserem natürlichen Sterbealter von 127 Jahren runtergeknüppelt werden, weil eben nicht nur, wie ich vorhin geschildert habe, hier, ich erinnere noch mal ganz kurz dran, nicht nur unsere Medizinindustrie sozusagen, unsere Ernährungsindustrie uns ständig vergiftet und tötet sozusagen, sondern auch unsere, dazu kommen dann noch der Chemie-Cocktail der Medizinindustrie und Pharmaindustrie, der uns dann noch zusätzlich tötet. Das hat ja Dr. Medgerd Reuter mit TH in seinem letzten großen Vortrag sozusagen anhand der Daten des Statistischen Bundes- und Wahlamtes Wiesbaden belegt sozusagen und bewiesen. Ne? Also von daher weiß ich nicht. Ne? Also deswegen, wir können, also wo sind die ganz anders leiden? Naja, also nochmal das Bild zurück. Wo sind die hier? Was ist mit diesen Menschen? Ist das jetzt nur ein Kunde, der abgerechnet wird und der, wenn ich die Maske wegnehmen würde, gar keinen echten Erstickungsanfall bekommen würde? Geht es also um die Abrechnung? Oder wo sind die ganz anders leiden als die normalen Grippepatienten? Also wo ist dieser Unterschied, ja, also der Dr. Wodak, den ich in einem der letzten Videos auch zitiert habe, ja, sagt, da ist nichts anderes, ja, da ist gar nichts anders, ne? Ja, wissen wir nicht, ja, es könnte gut sein, also es würde sozusagen zur
Analyse des Kapitalismus, der Medizinindustrie im Kapitalismus passend, dass Dr. Wodak recht hat. Ja, weil das deckt sich mit allen Erfahrungen, die wir als, während ja die Bevölkerung natürlich, die Masse der Bevölkerung hier sind natürlich, wie Professor Mausfeld natürlich richtig sagen würde, das Schweigen der Lämmer, das sind die Schlachtlämmer, die Masse der Gesellschaft besteht aus den Schlachtlämmern. Also das Hinterfragen des Kapitalismus und der sozialen Marktwirtschaft ist nur, und das richtige Hinterfragen, nicht so was Plattes wie Karl Marx oder so, ja, ah ja, die bösen Reichen, die Schweine und so weiter. Also solche Plattitüden, ja, die gehören eher von der Intelligenz in diesen Bereich her. Aber nur die Klügsten können ja richtig die soziale Marktwirtschaft analysieren und deren Fehler sozusagen, Fehlkonstruktionselemente. Und die Masse der Lämmer, also der schweigenden Lämmer, Professor Mausfeld, warum schweigen die Lämmer und so weiter, die Masse, das sind ja sowieso nur Schlachtschafe. Die schlachtet man und dann zieht man daraus Geld. Und dadurch wird ja dann die deutsche Wirtschaft und die europäische Volkswirtschaft geschädigt. Und dadurch ist ja Europa so auf dem absteigenden Ast, weil wir jedes Jahr da 500 Milliarden Euro allein in Deutschland Totalschaden machen, ja. Und ja, und dann, ach so, jetzt bin ich wieder im falschen Bild gelandet. So, dann gehen wir mal weiter. Nochmal einen Schluck Wasser. Ja, also noch einmal der Satz: Wo sind die, die ganz anders leiden als die normalen Grippepatienten? Nirgends liefert man uns harte Fakten. Ja? So. Jeden Monat sterben, jetzt kommen wir mal zu einigen harten Fakten. Ich habe nur kurz gegoogelt, vielleicht sind die Zahlen nicht die besten, aber so ungefähr wird es wohl vielleicht stimmen. Ja, das ist auch nicht so wichtig, wie es genau ist. Aber jeden Monat sterben weltweit 4,5 Millionen Menschen, also von fast 8.000 Millionen Menschen sterben jedes Jahr allein durch alle Faktoren zusammen. Ja, also ist ja klar, wenn die Menschen maximal, sagen wir, 127 Jahre alt werden sollten und wir alle so in Wirklichkeit durch die Ernährungsindustrie und die Schulmedizin viel früher sterben, also so um die 80 rum weltweit, ja, dann ist es klar, dass da müssen ja eben jedes Jahr so und so viel sterben. Ja? Also es geht ja gar nicht anders sozusagen, rein statistisch. Also wir haben jetzt 4,5 Millionen Menschen jedes Jahr, die sterben. Und jetzt kommt die Zahl, dass angeblich an die 7.000 an Corona, ja, und das wird ja quasi so behauptet, dazugekommen sein. Ja, also Corona ist ja nur deswegen, könnte ja nur deswegen gefährlich sein, wenn diese 7.000 zu den 4,5 Millionen jetzt dazugekommen wären. Und das ist monatlich. Und wir haben ja jetzt in den letzten Monaten, also wenn wir sagen würden, in den letzten 3 Monaten, also in 3 Monaten, also in einem Quartal, sterben normalerweise, also dann 3 mal 4 ist 12, 13,5 Millionen Menschen. Also jedes Quartal sterben normalerweise weltweit 13,5 Millionen. Millionen Menschen und jetzt seien angeblich in den letzten 3 Monaten, also im letzten Quartal, 7.000 dazugekommen. Dann hätten wir also, sind es jetzt tatsächlich dann 13,5 Millionen und 7.000 Menschen? Das ist ja eine erschreckende Zahl, diese Steigerung. Ja, das ist ja fast so, als wäre es eine Steigerung von 13,5 Millionen auf 30 Millionen Tote. Wenn da 13,5 Millionen plus lächerliche 7.000 dazukommen, was ist da? Also das ist doch eine Zahl, die merkt man doch bei 13,5 Millionen gar nicht. Und gehen wir nur auf einen Monat zurück, bei 4,5 Millionen sind das jetzt dann, also statt 4,5 Millionen normale Sterberate in der Welt, jetzt plötzlich erschreckende
107.000 Tote. Sind das jetzt also 4,5 Millionen plus lächerliche 7.000 Tote oder 13,5 Millionen plus lächerliche 7.000 Tote? Oder ist es, und jetzt kommt die Schlüsselfrage, ist es bei 4,5 Millionen beziehungsweise 13,5 Millionen geblieben? Weil die Corona, wie Dr. Wodak ja angedeutet hat, eventuell einfach nur anders gerechnet wird, dass diese 7.000 Toten eigentlich in das ganz normale Sterbeverhalten im Winter sozusagen reingehören. Ach so, ich muss noch dazu sagen, das, was ich jetzt eben gesagt habe, war ja das Sterbeverhalten übers ganze Jahr. Was ist denn, wenn eigentlich in jedem Monat, in jedem Wintermonat und in jeder Grippesaison in Wirklichkeit sozusagen jedes Jahr 7 Millionen sterben? Und dann wären es nämlich schon, wenn es bei 7 Millionen, wären es ja dann schon 20 Millionen, circa 20 Millionen, die in einem Quartal normalerweise in der Grippesaison sterben. Und dann reden wir über 7.000, die man dann gar nicht sehen würde als Zahl. Ja, macht mich nachdenklich, ne? Macht mich einfach nur nachdenklich. Wieso gibt es nicht Berichte, fragt man sich als naturwissenschaftlicher Denker, dass die monatliche Zahl wegen Corona auf 6 Millionen, 8 Millionen, 10 Millionen gestiegen ist? Das wäre mal ein Hinweis. Ne? 7.000 dazu im Bereich von Millionenzahlen. Ja, und jetzt Professor Sinn hat also, da ist ein neuer Vortrag von ihm zu Corona erschienen, Professor Hans-Werner Sinn, das ist also kein naturwissenschaftlicher Volkswirtschaftler, sondern eben ein klassischer Volkswirtschaftler, der eben eher sozusagen auch sein eigenes System, den Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft nicht kritisch hinterfragen kann und eben nicht in der Lage ist, die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall sinnvoll zu analysieren. Also da fehlt ihm der Sinn für, ja. Professor Hans-Werner Sinn, ich kann jetzt nur über den Anfang seines Vortrages sagen. Also was liefert er? Er sagt, es gebe 14% behauptete Behandlungsbedürftigkeit. So sagt er das natürlich nicht, sondern er übernimmt einfach das, was ihm die Böcke, die wir zu Gärtnern machen, also sagen. Also was ihm die Medizinprofessoren ihm gegenüber behaupten oder der Gesellschaft gegenüber behaupten. Und die behaupten einfach so, sozusagen, da fällt mir direkt ein, wie ich es selbst erlebt habe. Also ich selbst habe es überlegt, bin nur mit einer Frage ins Krankenhaus gegangen und sie können gar nicht gucken, wie schnell ich eine Nadel im Arm hatte und wie schnell man mich sofort auf irgendeine Station bringen wollte und sofort da behalten wollte und mich sofort abrechnen wollte im großen Stil. Das habe ich so oft erlebt. Oder ich denke an eine Hausärztin, ja, die mich sofort irgendwie irgendeiner Operation zuführen wollte und dies und das und so weiter. Also ich habe es so regelrecht erlebt. Ich gehe zum Arzt, ich gehe in ein Krankenhaus und sofort springt mich eine Industrie an. Ah, wir müssen schnell was abrechnen. Wir müssen sie sofort zum Abrechnungsfaktor machen. Und all diese Erfahrung scheint Professor Sinn noch nie gemacht zu haben. Also ich habe das ganz bewusst natürlich immer wahrgenommen. Ja. Jetzt sagt Professor Sinn, ja, 14% hätten Behandlungsbedürftigkeit. Wer hat ihm das gesagt? Welche harte naturwissenschaftliche Studie mit Doppelblindstudie und mit allen Kontrollen und mit aller Sicherheit und mit aller Analyse der Studie auf Anfälligkeiten hat ihm gesagt, dass es wirklich von der Ärztemeinung, von den Ärzteirrtümern unabhängige Behandlungsbedürftigkeit von 14% gäbe? Niemand. Das heißt, er bewegt sich
einfach im antinaturwissenschaftlichen Bereich. Ja? Also, dann sagt er weiter, 5%, und das sage ich wieder, 5% gäbe es, also 5% behauptete Intensivstationserfordernisse gäbe es, also Erforderlichkeit. Also das heißt, ihm haben die Ärzte gesagt, die Böcke, die wir zu Gärtnern machen, haben ihm gesagt, 5% der Menschen oder der überhaupt mit dem Virus in Kontakt gekommen habenden, bei denen bestehe eine Intensivstationserforderlichkeit, wahrscheinlich dann eben mit Beatmungsmaschinen sozusagen. Ja? Und um die ginge es. Ja? Alles andere können wir eh vergessen. Die anderen, die können wir wahrscheinlich alle auch zu Hause das auskurieren und so weiter. Ja? Also diese 5% von allen, die mit dem Virus angeblich in Berührung gekommen sind. So. Mir ist eben diese Routine der Kundenmachung so gut bekannt, dass ich da ganz skeptisch bin, denn auch bei mir überschätzten die Ärzte immer wieder die Gefahr in einträglicher Weise, ja? Also denn da war keine Gefahr, aber es wurde sofort was abgerechnet und gemacht, ja? Zum Beispiel, ich erinnere mich, dass ich da tatsächlich im Krankenhaus wahrscheinlich für viele tausend Euros, die an mir abgerechnet wurden, behandelt werden, wegen was niemals hätte behandelt werden dürfen. Ja, in dem Falle war es harmloses Vorhofflimmern, wo ich mittlerweile rausgefunden habe, dass ich das verhindern kann, indem ich, bevor ich zum Sport gehe, nochmal tief schlafe und da mich gut erhole. Und dann kriege ich auch das Vorhofflimmern beim Sport nicht. Ne? Aber na, man will ja Geld verdienen, anstatt mir das zu sagen. Ja? Also sozusagen wieder ohne böse Absicht. Also wenn ich sage, man will ja Geld verdienen, dann ist das nicht der Gedanke des Arztes. Der Gedanke des Arztes ist nur ein Irrtum. Er denkt, Vorhofflimmern, ganz gefährlich, müssen wir sofort müssen wir das Herz stillstellen und dann wieder neu starten und so weiter. Ja? Obwohl ich ganz alleine jedes Mal zuverlässig problemlos selber wieder rauskomme aus dem Vorhofflimmern, ja, wenn ich dann doch mal zu wenig geschlafen habe vor dem Sport und dann doch wieder beim Sport Vorhofflimmern bekommen habe. Ja, und der Arzt, der also jetzt denken würde, ach, Vorhofflimmern, ja, da entspannen Sie sich mal vor dem Sport, ruhen Sie sich mal richtig aus, gehen Sie nur zum Sport, wenn Sie tief geschlafen haben, der würde kein Geld verdienen, der könnte nichts abrechnen, der könnte vielleicht irgendwie ein paar 2 Euro abrechnen oder 5 Euro für ärztlichen Rat oder was abrechnen, während die hier 5.000 Euro bestimmt gemacht haben, weil sie sich geirrt haben und gedacht haben, ja, das ist doch schrecklich gefährlich und wir müssen das sofort mit dem ganzen Geschützen der Medizinindustrie draufhalten und so weiter. Ja? Also das heißt, das ist doch die praktische Erfahrung, ja, dass überall wird doch berichtet im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wie sich die Medizin auf die Kunden stürzt und sie zu abrechenbaren Kunden verwandelt und wo der Kunde dann auch gar nicht richtig gefragt wird. Also ich habe das richtig erlebt, wie schon fast eine Nötigung zum, so nach dem Motto, jetzt geben Sie mir doch endlich die Möglichkeit, dass ich was an Ihnen abrechnen kann, ja, sozusagen. Und das ist doch das Entscheidende, ja, das ist doch die Erfahrung, wenn man mit wachen Augen durch die Welt geht, mit naturwissenschaftlich geschulten Augen, ne? Also wo sind die Infektionen in Gebieten, in denen es zum Glück, Fragezeichen, keine medizinische Versorgung gibt? Jetzt müssten wir doch eigentlich die Sterberaten, wer stirbt da wie? Also wie ist es, also man müsste doch die Sterberaten sich in Gebieten anschauen, in den Grippemonaten, also in den Hochsterbemonaten, sozusagen, und dann müsste man irgendwo mal Regionen anschauen, wo es überhaupt keine schulmedizinische Versorgung gibt, und dann müsste man doch gucken, das erinnert mich an die Studie, oder an die, nicht an die Studie, sondern an die Tatsache, dass irgendwo auf der Welt mal die Ärzteschaft einen Fehler gemacht haben soll. Sie haben gestreikt, und während dieser Streik
Phase ging die Zahl der sterbenden Menschen zurück und nicht bergauf, weil der Mythos, das Narrativ, die Geschichte, die Erzählung der Schulmedizin ist ja, Leute, wenn wir streiken, dann sterbt ihr alle wie die Fliegen. Es war genau das Gegenteil der Fall. Als die Ärzte den Fehler gemacht haben, tatsächlich mal zu streiken, haben die Leute sich allerbeste, sind ganz viel weniger Menschen gestorben, als die Ärzte wieder ihre Tätigkeit aufgenommen haben, haben sie dann wieder viel mehr Menschen zum Tode gebracht. Ne? Also das heißt, also das wäre doch mal naturwissenschaftlich interessant. Gebiete, wo es keine medizinische Versorgung gibt, keine westliche Schulmedizin gibt, da fallen mir die Okinawas ein, ja, da gab es Massenarmeen an 110-jährigen vollarbeitsfähigen und arbeitstätigen Menschen, ja, und dann drang da unsere westliche Medizin und Ernährungsgewohnheiten ein, also unsere Fastfood-Industrie nach Japan, nach Okinawa ein, und jetzt haben wir eben nicht mehr Massen von 110 Jährigen, sondern jetzt sterben diese Okinawas jetzt immer früher. Ne? Ja, also das heißt, also wir müssten jetzt mal gucken, in Gebieten, in denen es keine Schulmedizin gibt, wie da sich die durchschnittlichen Sterbezahlen verschieben jetzt durch Corona. Ne? Also wer stirbt da wie und wie sind die Sterberaten? Ne? Stirbt man auch ohne die Schulmedizin? Oder stirbt man nur mit der Schulmedizin? Das ist doch die Schlüsselfrage, die wissenschaftlich interessant ist. Ne? Also bei 5% behauptet die Schulmedizin die Beatmungsnotwendigkeit. Ja? Das ist die Behauptung. Aber welcher Naturwissenschaftler sollte, wenn er gut geschult ist, auf eine Behauptung reinfallen? Ja, Behauptungen sind doch nichts. Wertlos. Vermutlich könnten die 14% auch zu Hause bleiben, so wie ich die Übertreibungstendenz unserer kapitalistischen, geschäftstüchtigen Irrtumsschulmedizin kenne. Ja. Ich habe es ja eben geschildert, die Nötigungstendenz Richtung Krankenhauskunde werden, habe ich ja ausführlich geschildert. Und das Klappern gehört zum Handwerk und das Klappern in der Medizin ist eben die Angstmache. Ja? Jeder Krämer lobt seine Ware, habe ich ausführlich geschildert, und oder seine Dienstleistung. Ja? Professor Hans-Werner Sinn fällt, weil ihm auch die naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre der zweiten Scientist for Future 2 fehlt, fällt er auf das Klappern rein. Ja? Er ist halt ein Volkswirtschaftler und kein naturwissenschaftlicher Volkswirt. Ne? Wirtschaftler. Bei der Gefährlichkeitseinschätzung verlässt sich Professor Sinn auf die Schulmedizin, wie viele Kunden sie denn gerne hätte. Ja? Und wie ich das Geschäftsgebaren der Schulmedizin erfahren habe, läuft es so. Bei ihnen besteht die große Gefahr schlimmer plötzlicher Atemnot, weswegen wir sie an eine Beatmungsmaschine anschließen müssen. Dadurch werden dann viel zu viele angeschlossen und bei einer begrenzten Zahl der Beatmungsmaschinen wird ein ordentliches Abrechnen nur möglich bei in die Länge ziehen der möglichen gewinnbaren Kunden, und da hilft die Politik, die auf die vermeintlichen Experten und deren Geklapper reinfällt. Von den 5% können wahrscheinlich 4,8% ohne Beatmung, kämen wahrscheinlich 4,8% ohne Beatmung aus. Auch ich hatte früher schon mit dem Atmen häufig bei Erkältungen und grippalen Infekten zu kämpfen. Und wenn der Arzt dann einem sagt, nee, das ist jetzt anders als bei einer grippalen, Sie können dann jederzeit einen Erstickungsanfall bekommen. Und wenn dann keiner da ist, dann können Sie uns wegsterben. Und dann ist es klar, dass jeder auch bereitwillig diese Beatmungsmaschine akzeptiert. Ja, also was soll er auch anderes machen, so als schlafendes Lamm sozusagen, ja, und Opferlamm. Ja,
Angeblich wären in China anfangs, sagt Professor Sinn, jetzt holt er zum Überzeugungsschlag aus, angeblich wären in China anfangs diese 5% gestorben. Nach Beatmungsaufbau nur noch 0,5%, also nur noch ein Zehntel dieser 5%. Ja, aber jetzt wäre doch interessant, Professor Sinn, sind das harte Daten oder zeigt das nur, dass in China sich unsere westliche Schulmedizin stark ausgebreitet hat in den letzten Jahren? Und wie sind denn die tatsächlichen Sterbedaten in China verglichen mit den Vorjahresgrippemonaten in China? Ja? Wie unterscheiden sich die Sterberaten von den Vorjahresmonaten? Sind diese 5% einfach nur, die gestorben seien, nur die Denkgewohnheit eines schulmedizinisch beeinflussten Blickes auf die Sache? Oder sind das harte Fakten? Ja, da würde ich gern sehen, wie hat sich also, was weiß ich, die Zahl von in China gestorben, so und so viel Millionen oder in Wuhan so und so viel Hunderttausende in den Vormonaten des letzten, also in den Monaten des letzten Jahres, des Vorjahres und der Vorjahre und wie sind dann die Sterbezahlen jetzt, ne? Das würde ich gern als naturwissenschaftlicher Denker sehen, kommt aber nicht. Hat sich jetzt etwa nur die westliche Schulmedizin in China ähnlich wie in Okinawa etabliert und die Kundenproduktion im großen Stile aufgenommen? Das ist die Schlüsselfrage, die wir uns stellen müssen. Ja? Und als wissenschaftlichen Beweis liefert uns Professor Hans-Werner Sinn nur einen Satz, den er so formuliert, ungefähr so, das jedenfalls hat man in Wuhan gesehen. Also Mann, also wer? Also man hat in Wuhan gesehen, dass da 5% starben, bevor man beatmet hat. Wer hat das gesehen? Wie wurde das untersucht? Welche harten Daten? Mit welchen Kontrollmechanismen und so weiter? Ja? Also was ist das für eine Aussage, eine antinaturwissenschaftliche Aussage? Das jedenfalls hat man in Wuhan gesehen. Das ist so, wie wenn mir einer vom Krieg erzählt. Ne? Also ja, es gibt auch Leute, die Außerirdische gesehen haben. Ja, glaube ich das jetzt auch oder soll ich das jetzt auch glauben? Ne? Also das sind so Fragen, die man sich stellt. GMX schreibt, also ich beachte ja auch immer, was GMX für Nachrichten würdig erhält. Die Stunde des Staates sei angegriffen. Ja, stimmt das? Ist wirklich nur die Stunde des Staates angegriffen oder ist nicht vielmehr die Stunde der Schulmedizin und der Pharmaindustrie angetreten, die einfach sozusagen jetzt mal wieder zulangt, so wie General Paul und die amerikanische Waffenindustrie beim Irakkrieg und der Ermordung von Saddam Hussein und von Libyens Staatspräsident Gaddafi und so weiter hingelangt haben. Ja? Also ist es einfach nur mal die Stunde der Pharmaindustrie und der Medizinindustrie, einfach mal wieder kräftig mal wieder einen Schluck aus der Pulle zu nehmen, einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Und werden dadurch die anderen, deswegen liebe Milliardärskönige, werden die anderen, die also eine medizinunabhängige Geschäfte betreibt sozusagen und pharmaindustrieunabhängige Geschäfte, werdet ihr jetzt einfach alle geopfert und alle finanziell schwerst beschädigt, damit jetzt einfach mal wieder eine Industrie mal wieder richtig auf eure Kosten einen großen Schluck aus der Pulle nehmen kann, ja, also ist das so, ja, also keine Ahnung, ja, dann spricht man bei GMX davon, dass darüber nachgedacht würde, dass es staatliche Beteiligungen an Lufthansa und Autobauern geben solle, so nach dem Motto, wir helfen euch jetzt in der Krise, aber kriegen dafür natürlich Anteile der Firmen. Das wäre so eine Art versteckte Verstaatlichung und so sehr ich mir persönlich sozusagen wünsche, dass wir alle bald in einer echt, nicht unecht, nicht in einer in einem Raubmörderkommunismus, Sozialismus, Planwirtschaft leben dürfen, wie wir ihn kennen, sondern in einem noch völlig unbekannten, echten Kommunismus, Sozialismus, Planwirtschaft sozusagen, möchte ich gern leben,
aber doch nicht, das bedeutet doch nicht, eine echte Planwirtschaft bedeutet doch nicht eine Verstaatlichungstendenz sozusagen und versteckte Enteignungstendenzen in diesem ganzen Prozess, um dann noch mehr Flughafen Berlin, also scheiternde Projekte, staatliche, noch mehr staatliche Misswirtschaft zu haben, wie beim Flughafen Berlin, wo vielleicht noch, wie Dr. Markus Krall so zu berechtigterweise sagt, in 1000 Jahren noch die Handwerker zu beobachten sind, sozusagen, weil der Staat einfach nichts kriegt. Also das heißt, eine echte Planwirtschaft ist eben vorsichtig mit dem Thema Staat. Ne? Grundsätzliches Kochen wird bei GMX empfohlen, was ja die immunstärkende Wirkung eines hohen Rohanteiles an der pflanzlichen Nahrung ja schwächen würde. Das heißt also, wäre vorsichtig. Ich mache ganz bewusst einen kleinen Kochanteil, einen sehr kleinen und einen größeren Rohanteil, um eben auch die Vitaminrate sozusagen zu erhöhen und mein Immunsystem zu schwächen. Schauen Sie all die anderen Videos und Materialien der zweiten Scientists for Future 2, wo alles zu finden ist, wie man sich denn einen immunstärkenden Lebensstil praktiziert. Was mir ein bisschen schwerfällt, ich müsste jetzt, weil ja die Sporthallen geschlossen sind und es mir schwerfällt, mich zum Joggen zu quälen, drücke ich mich davor so ein bisschen. Obwohl ganz klar, also jeder Mensch, der sich auskennt, erkennt, wenn er einen Sportmangel hat, ja, sozusagen, jeder geht nicht nur die gesamte Muskulatur schlagartig zurück, sozusagen, sondern auch wahrscheinlich das Immunsystem zurück. Und damit erhöht sich die Gefahr für Corona eigentlich nochmal, ja. Ja, also ich schließe damit, liebe Milliardärskönige, ja, also wir wissen gar nichts, aber sozusagen, lasst uns doch gemeinsam die soziale Marktwirtschaft, die freie soziale Marktwirtschaft, den Kapitalismus gemeinsam daraus behutsam naturwissenschaftlich fundiert aussteigen. Ja, wie denn? Fragt ihr euch ganz kurz zum Schluss noch, wie machen wir das? Zum Beispiel, fangen wir an zu diskutieren über die sogenannte Wohlfühlstimme. Ja? Also meine Wohlfühlnoten, Wahlstimme, Wohlfühlstimme und die Gesundheitskosten. Daten werden ausgewertet vom Bundeswahlleiter und seinem Team sozusagen. Und dann kriegt jeder Arzt, jeder Pharmakonzern dann am meisten Geld, wenn er mir hilft, dass ich immer seltener krank werde und bessere Wohlfühlnoten abgebe. Wir drehen also die gesamte fatale Situation der freien sozialen Marktwirtschaft um. Und derjenige, der also sagt, hier Leute, ihr müsst einen gesundheitsförderlichen, immunstärkenden Lebensstil praktizieren, der wird dann Erfolg haben und viele Nachkommen haben und seine Ideen werden sich ausbreiten. Und derjenige, der uns sagt, nein, ihr müsst nur so viel wie möglich Tabletten und Impfungen und Chemotherapeutika kaufen und so weiter und Operationen bei uns kaufen, dann geht es euch gut. Da würden die Zahlen wahrscheinlich eine ganz andere Sprache sprechen, also sozusagen, es würde dann zu Datenergebnissen kommen, dass wer sich sozusagen leichtfertig als Schlafschaf in die Hand der, also Lamm in die schlafende Lämmer, Professor Mausfeld, in die Hand der Schulmedizin begibt, der kommt meistens mit schlechteren Wohlfühlnoten und mit schlechteren Folgegesundheitsdaten raus. Und dadurch würde sich diese Art der Irrtümer, der schulmedizinischen Irrtümer, würden sehr schnell mit ihren Memträgern sozusagen aussterben und die anderen mit den Wahrheitsmemen würden sich verbreiten. Und dann, lieber Milliardärskönig, würden Sie und wir alle zusammen ein viel glücklicheres und gesünderes Leben haben und deswegen lassen Sie uns anfangen zu diskutieren, wie wir dieses mörderische System, das auch Ihr Leben zerstört hat, lieber Milliardärskönige. Ich bin also ganz sicher als naturwissenschaftlicher Denker, dass die freie soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus, mein Leben ganz grundlegend zerstört hat. Ich weiß, dass ich hier nur vegetiere, dass das gar kein Leben ist. Das wissen Sie noch nicht, lieber Milliardärskönig. Und deswegen studieren Sie die zweiten Scientists for Future 2, sprechen Sie mit den Professoren und lassen Sie sich erklären, warum und wie sozusagen
auch ihr Leben nur ein Vegetieren ist, trotz ihrer Milliarden nur ein Vegetieren ist, weil eben die Mechanik der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, also das Leben aller Menschen, auch aller Milliardärskönige, schwerst beschädigt hat. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass wir sind zwar weit entfernt von unserem natürlichen Sterbezeitpunkt 127 Jahren, aber dass wir überhaupt 80 Jahre alt werden, ist schon das Wunder bei all den schädlichen Einflüssen der freien sozialen Marktwirtschaft. Ja, so viel mein Geplauder und Geplapper zum Thema Corona. Also eine absolute Aussage, dass es also sozusagen eigentlich, also diese eine Kernaussage, dass es diese angebliche Beatmungsbedürftigkeit nicht gibt, können wir nicht treffen. So absolut kann man das nicht sagen. Die ganze naturwissenschaftliche Analyse sagt nur, es würde uns nicht überraschen, wenn sich irgendwann in 50 Jahren vielleicht mal rausstellt, wie bei der Schweinegrippe und der Vogelgrippe und all den Hysterien, dass es diese Beatmungsnotwendigkeiten nie gegeben hat, sondern nur in den Köpfen der Ärzte als Irrtum existierte. Das kann sein, dass dieses Ergebnis da ist. Aber wie gesagt, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ich die Standard-Vorsichtsmaßnahmen einfach einhalten. Und eben die zweiten Scientists for Future 2 studieren. Dort kriegen sie echte immunstärkende Beratung in den Videos, in den Materialien. Da kriegen sie lauter Tipps, was sie machen sollen. Auch zum richtigen Preppern im Gegensatz zu dem. Die Leute lagern, kaufen Nudeln und Klopapier. Was ein Schwachsinn. Also wollen die das Klopapier als Wasserfilter benutzen? Dann würde ich es ja fast noch verstehen. Aber wozu brauche ich, wenn ich angeblich kurz vorm Verhungern bin und sowieso kaum noch was ausscheide, wozu brauche ich jetzt Massen an Klopapier? Was soll das? Also das ist so irrational, ja, aber so sind eben Lämmer. Und was soll ich mit Nudeln, ja? Also das heißt, das ist eine der immunschwächendsten Schrotternährungen, ja, die überhaupt keine Vitaminkraft und Vitalkraft haben. Und wenn ich jetzt mir vorstellen würde, ich würde Nudeln essen, dann wüsste ich sofort, dass ich an Corona sterben würde. Und so einer Notzeit wollen die Leute dann Nudeln fressen in Massen. Und was ein Schrott eines der immunschwächendsten Lebensmittel unserer Lebensmittelindustrie. Liebe Leute, studiert Vernünftiges. Versucht einfach mal Naturwissenschaft zu studieren. World Council of Wise People, Weltrat der Weisen, Rat der Weisen, zweite Scientists for Future 2. Ja, also alles klar, tschüssi.